Glaubst du eigentlich, dass Gebet was bringt, oder bist du einfach schon zu oft enttäuscht worden? Heute rede ich über ein Gebet, das schon sehr lange viele Christen immer wieder entzweit und wo immer wieder Leute drüber streiten. Heute geht es um Heilung. Und ich muss ehrlich sagen, ich war anfangs oder bin immer noch manchmal sehr hin und her gerissen, was ich zu dem Thema Heilung denke. Auf der einen Seite heißt es, es gibt keine Wunder mehr. Das, was die Apostel damals mit Jesus erlebt haben, das passiert heute nicht mehr. Dass Kranke geheilt werden, dass Tote auferstehen und dass man in andere Sprachen spricht. Und die andere Seite sagt, durch den Glauben und durch genug Glauben an Jesus kannst du dieselben Wunder tun wie er. Tote auferwecken, Kranke heilen, Gift trinken und nicht sterben, prophetisch reden und so weiter. Vielleicht kennt ihr beide Ansichten sehr gut und ihr wisst nicht genau, an was ihr euch jetzt halten sollt. Oder vielleicht habt ihr euch noch gar nicht damit beschäftigt und werdet irgendwann damit konfrontiert, aber dann möchte ich jetzt ein bisschen Klarheit geben. Wir haben beide Seiten sehr gestresst und das machen sie auch heute noch manchmal. Weil jede Ansicht kann durch die Bibel die eigene Meinung so auslegen, dass sie recht hat. Und das führt leider dazu, dass man sich oft ein bisschen gestresst fühlt. Und ich möchte euch auch heute den Druck ein bisschen rausnehmen, indem dass ich euch sage, dass beide Seiten, beide Ansichten, die eine, die sagt, es gibt keine Wunder mehr, und die andere Seite, die sagt, du kannst alle Wunder tun und nur viel mehr, dass die beide das Ziel verfehlen. Wunder und Heilungen passieren auch heute noch. Sonst würde ich jetzt nicht da sitzen und euch das erzählen, weil Jesus hat damals auch mein Herz und meine Seele geheilt. Es geht bei dem Beten für Wunder und für Heilungen nicht um mich. Es geht ganz alleine um Gott und um das, was Gott vorhat. Wenn wir für Kranke beten, dann beten wir oft jedes Szenario durch. Wir beten für Heilung, wir beten für Linderung der Schmerzen, für das, dass die Medizin anschlägt und für Trost für die Familie, wenn er dann doch stirbt. Wir beten quasi einfach alles durch, damit wir am Ende, wenn es dann doch anders kommt, nicht enttäuscht sind. Und das ist meistens ein Gebet, das wir beten, wenn wir zwischen diesen Seiten hin und her gerissen sind. Aber no pressure, macht euch keinen Druck. Wir dürfen nämlich Gott bewusst und konkret bitten, um Heilungen und Wunder zu tun. Die Bibel fordert uns sogar auf, im Glauben zu beten, zu bitten, zu flehen, das ohne Unterlass. Was heißt, dass man nicht müde wird im Beten, dass man immer wieder dafür betet, dass man dran bleibt und immer dahinter ist. Immer wieder können wir Gott konkret um etwas bitten. Aber eins muss uns dabei bewusst sein. Wir sind aufgefordert zu beten, aber es bleibt alleine bei Jesus. Ob er ja, nein, vielleicht oder vielleicht anders zu uns sagt. Jesus hat einfach eine andere Perspektive. Vielleicht hat er von manchem eine andere Vorstellung oder einen anderen Blickwinkel auf das, wie es wir sehen. Aber kein Druck. Gebet verändert. Es könnt immer wieder zu Gott kommen und konkret für Dinge bitten. Für Heilung, für Wunder, für was auch immer. Gott hört euch und er hört euch. Du bist aufgefordert zu beten, aber überlässt es andere Jesus. Du darfst ruhig damit rechnen, dass Wunder passieren, dass Jesus einschreitet und er da ist. Aber du darfst nicht überrascht sein, wenn sein Plan und sein Weg etwas anders ausschaut wie deiner. Ich möchte euch ermutigen und auffordern, konkret für Dinge zu beten. Nicht einfach alles in den Topf zu schmeißen und hoffen, dass irgendwas davon passiert, sondern konkret zu werden und dafür zu beten, was gerade dran ist.